Hallo Leute und willkommen wieder zurück zu Hero Wars Definitive Edition. Oh ja, das Spiel ist einfach so geil. Eine neue Extraschlacht steht an und es gibt mal wieder ein Kostüm zu gewinnen, wenn wir die Mächte des Bösen in die Schranken weisen. Und zwar in der Ranel-Schlucht. Ganz allein. Und frag mich nicht, wieso das Blitzelement empfohlen ist. Es ist Schwachsinn. So ziemlich fast alle Gegner, die ich hier jetzt gleich bekämpfen werde, sind vom Finsternis-Element. Licht und Finsternis, ne? Warum sollte ich... Es ist... Nö. So. Was kommt denn diesmal für ein Kostüm? Ocarina of Time habe ich letztens nur genommen wegen den drei stolzen Völkern, weil das mit Ocarina of Time ganz gut gepasst hat. Mal wieder ein anderes Heldengewand. Das rote oder das blaue? Oder warte mal, wir nehmen einfach mal genau. Weil wir das nämlich, das hätte eigentlich gut gepasst bei Treue Gefährten, weil wir da im Wolkenhort waren, aber da hatte ich damals leider das Kostüm noch nicht. Machen wir einfach mal Skyward Sword Link. So. Jo, Skyward Sword Link, warum denn nicht? So, das ist ja ein sehr kleines Schlachtfeld, das ist glaube ich auch alles selbsterklärend. Dass ich hier zusammen mit Lana bin, was ja hier auch ganz gut passt. Und Wolga und Pyroma, sowie Dunkelwolga und Dunkelbrome sind jetzt hier gerade. Mehr ist ja jetzt hier auch nicht los. Ist ja auch nur ein kleines Schlachtfeld. Let's go. Neue Mission, besiege rechtzeitig alle feindlichen Hauptleute. Und Leute, das ist impossible. In nur 3 Minuten kann man das nicht schaffen, ja. Die Schlacht ist nicht dafür konzipiert, dass man das schaffen kann. Das könnt ihr vergessen. Ja, egal wie stark ihr seid, ich komme ja nicht überall so schnell hin, nicht mal mit Stufe 255 kriege ich das in 3 Minuten hin, also das habe ich noch nie geschafft. So. So, komm mal her, Wolga. Okay, der echte Wolga ist jedenfalls schon mal platt. Hyrule Hopman ist ein Bedrängnis. Nicht so cool. So, da ist Pyroma. So, Harry Hopman ist in Gefahr. Ja, das ist... Die Mission habe ich früher immer gerne benutzt, um Harry Hopman zu retten, weil es ja damals noch hieß, 500, genau, das war ja so bescheuert auf der Wii U. Und auch auf dem 3DS musste man für einen Orden 500 Mal einen Verbündeten in Not retten. Und hier haben sie es aber auf 50 reduziert, was eindeutig wesentlich besser ist. So, Pyroma ist auch weg. Jetzt habe ich nur noch mal 1,5 Minuten Zeit für die anderen 2 Trottel. Und jetzt haben wir die Truppen von Sigrad Verstärkung erhalten. Natürlich! Ist nicht euer Ernst, Ganondorf wurde gesichtet und wird gleich vernichtet. So, Ghirahim wurde auch gesichtet. Da passte das Skyward Sword Kostüm ganz gut. Oh mein Gott, er ist direkt hinter mir. Hilfe! Vergewaltigung! It's Arch! Bam! Komm mal her! Kommt mal alle her! Und macht einen Haufen. Wir ficken durch den Raum. Nehmt Drogen und saufen. Quatsch! Link nimmt doch keine Drogen. Was habt ihr denn gerade gedacht? So, Ganondorf ist weg. Das hast du ganz allein geschafft? Unglaublich. Ja, ich kann's eben. Ich bin einfach Imbar. So, goldene Feder und griechisch Steady. Was los? Was ist hier? So, nur noch 40 Sekunden, aber noch 3 weitere Gegner besiegen, Leute. Das ist nicht möglich. Ja? Ist nicht möglich. 3 Minuten ist eindeutig zu wenig Zeit. Ich kann mich ja nicht aufteilen. Ja? Ich bin ja hier alleine. So, Xanto ist weg. Jetzt, es sind immer noch 2 übrig, ja, also ich, das geht nicht. 20 Sekunden, 20 Sekunden, 18, 17, 16, ja, also, auch du, vor allem Dunkelbrummer, was macht der Blödsack hier? So, und jetzt Achtung, gleich ist die Zeit rum. 5, 4, 3, 2, 1... Und leider ist einer noch übrig. So, Mission fehlgeschlagen. Der Feind beginnt auf Befehl seiner Hauptleute eine Großoffensive.
Der feindliche Feldmarschall wurde beim verbündeten Feldmarschall gesichtet. Was hältst du von diesem Plan? Oh, Sia ist da. So, neue Mission besiegen den feindlichen Feldmarschall. Sia wurde gesichtet und wird gleich vernichtet. Also ihr seht, die Schlacht ist nicht verloren, wenn man das nicht schafft, dass man die alle rechtzeitig besiegt, ja. Das ist Bullshit. Dunkelwolke gibt es vor allem auch noch. Hier drüben. Ja, kannst du dich nicht einfach in Luft auflösen? Das ist eine Beleidigung für meine Augen. Das hat jetzt nicht gesagt, oder? Du lässt meine Mutter nicht noch einmal so. Dunkelwolke ist auch weg. Sehr gut. Und jetzt ist sie ja hier ganz alleine und umzingelt von ekligen, widerlichen, stinkenden Skeletten. Also das ist eigentlich sogar eine der schnellsten Extraschlachten. Das dauert nicht wirklich lange. Dann hat man die schon in der Tasche. Aber für sie gibt es heute leider keine neue Handtasche. Pech gehabt. Du hast sie besiegt. Na ja, logisch. Ich bin erleichtert. Geht es allen gut? Nö, ich habe meinen Fingernagel abgebrochen. Kriege ich ein Pflaster? Endlich ist es vorbei. Bin ich froh, dass du nicht verletzt bist, Link. Ja, also 4 Minuten 15, das ist wirklich eindeutig die kürzeste Extraschlacht überhaupt. Die kann man aber auch immer wieder benutzen, Materialien farmen oder sonst irgendwie was machen. Oh, eine Lichthafe mit 3 Sternen für Schiek? Ja, nice. Und eine normale und legendäre... Dann kann die aber gleich wieder weg. Ich habe hier so viele... Oh. Mann, da sind so viele Siegel drauf, das breche ich doch eh nie. Doch Schwachsinn hier. So, Pyromas Robe, Volras Helm und Sias Armband. Kann ich einen Schmuckladen aufmachen. Und neues Kostüm für Sia freigeschaltet mit Maske Bose. Ohne Maske Bose und ohne Hut Bose. Das passt eigentlich auch perfekt, dass man hier Sias Kostüm bekommt, weil sie war ja hier halt meine Hauptfeindin. Das passt wirklich gut. Das können wir uns doch gleich mal anschauen. Also dann, das ist ja hier noch ihr Lolol-Outfit und jetzt hier... Achso, Moment, das ist ja... Na, das ist so blöd sortiert, das ist wieder irgendwo ganz anders. Moment, wo ist es? Da, mit... Also ohne Maske brauchen wir nicht aufsetzen, so hier. Das sind logischerweise die Farben von Manhandler. Das sieht etwas seltsam aus vielleicht, das ist halt eben ein helles Grün mit einem gelben Schal und der Umhang ist innen auch noch so... Ja, so... Purpurfarben und so halt noch ohne Hut. Und mit Hut. Irgendwie gefällt mir das mit dem Hut besser, weil der ist ja dann auch schon eingefärbt. Das Interessante ist nur, Sia hat bereits ein grünes Kostüm. Und zwar in den Farben von Link. Und das ist, glaube ich, ihr... Ja, das ist ihr Master Quest Kostüm. Das ist halt ein dunkles Grün. Das sind die Farben von Links normalem Heldengewand. Da ist der Schal halt blau. Und... Klar, weil Hyrule Warriors Link auch einen blauen Schal hat, deswegen passt das hier ganz gut. Und das ist, wie gesagt, das ist halt das Bosskostüm. Dementsprechend die Farben von Manhandler. Aber ist auch okay. Sia kann sowieso alles tragen, der steht eh alles. So, angezogen. Jo. Und damit verbleiben nur noch mit 2 weitere Kostüme. Eins für Link und eins für Ganondorf. Ich bin gespannt, wer was jetzt wo bekommt. Hier hätten wir nämlich einmal... Die Herrscher der Schatten, also die Twilight Princess Schlacht von der Schattenkarte. Da werde ich auf jeden Fall Link natürlich sein Twilight Princess Kostüm anziehen, ist ja ganz klar. Und dann haben wir hier noch die Zusammenkunft Majora's Mask von der Terminakarte. Da kriegt er passenderweise dann das Kostüm mit der grimmigen Gottheit angezogen, weil das ist einfach am epischsten, finde ich.
Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit, schön Stück für Stück. Und dann dürfen wir nicht vergessen, hier oben sind ja dann auch noch ein paar extra Schlachten übrig. Wir haben hier noch eins mit dem Wind. Hier drüben, von Mut geleitet. Hier in der Ecke ist noch die Erlösung von deinen Albträumen. Und da in der Ecke haben wir außerdem noch das beantwortete Gebet. Also, ihr seht, da gibt es überall zumindest noch jeweils noch ein Goldmaterial zu bekommen, aber der komplette Teil, da mache ich sowieso alle extra Schlachten, ist ja ganz klar. Aber im nächsten Part kommt erst einmal der Herrscher der Schatten. Da geht es gegen Xanto und Agorok. Und da wird uns wahrscheinlich noch die eine oder andere Überraschung erwarten, aber ich will mal nichts verraten. Weil wie gesagt, ich kenne die Schlacht schon von der Wii U-Version, aber trotzdem. Bis zum nächsten Mal bei Hyrule Warriors Definitive Edition. Ein paar Parts kommen noch und ich habe mir vor allem eben noch gedacht, ich möchte es nochmal kurz erwähnen, wenn ich jetzt mit der Extra-Karte auch fertig bin, würde ich nochmal den Herausforderungsmodus machen. Besser gesagt, den Ganon-Modus nochmal, also Ganons Rache. Würde ich ganz gerne probieren, da noch die schwierigeren Schlachten zu machen, weil die sind nicht ganz so einfach, weil, um ehrlich zu sein, finde ich den Modus gar nicht so toll. Weil erstens können wir Ganon im Bazar nicht leveln, ja, es ist nicht möglich, weil er ja auch über keine Medaillen verfügt, also ich kann keine Rubine ausgeben, um den Level von Ganon zu erhöhen. Dementsprechend muss ich ihn wirklich ganz legal und normal leveln, indem ich Gegner besiege. Das Problem ist nur, auch wenn am Anfang die Level-Ups nur so reinrauschen, später, also besser gesagt jetzt in meinem Fall, bin ich mittlerweile schon an einem Punkt angelangt, wo es schon verdammt lange dauert, dass Ganon überhaupt noch ein Level-Up zustande kriegt, selbst bei ganz vielen Gegnern. Die Level-Kurve ist halt dann schon ziemlich steil und er ist bei mir jetzt mittlerweile... Ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Level... Wir können mal ganz kurz, damit der Part vielleicht ein bisschen länger diesmal wird, wir gucken mal ganz kurz. Das interessiert mich jetzt. So, 53% ist okay. Ganz, ganz kurz nur, weil ich das jetzt auswendig gerade selber nicht weiß. Herausforderung, Ganons Rache... Achso, schade, sieht man gar nicht. Also ihr seht, was ich hier schon alles geschafft habe. Hier zum Beispiel Riesenschlacht Stufe 3 habe ich leider nur mit Rang B geschafft, weil ich... A, zu langsam war und B, auch zu viel Schaden genommen habe. Die K.O.s wiederum sind hier scheißegal. Und ich glaube, es gibt hier sogar noch eine Stufe 4 von der Riesenschlacht und vom Überlebenskampf auch. Also vom Überlebenskampf weiß ich das sogar noch, den habe ich bis jetzt noch gar nicht mal die Stufe 3 gemacht. Aber das ist schon ziemlich schwierig. Da ist zum Glück der erlittene Schaden scheißegal. Aber dafür muss man schnell genug sein und viele Gegner besiegen. Ihr seht, ich habe da über 6000 besiegt und so und die Riesenschlacht... Oder ja, da besiege 9999 Feinde. Das ist auch... Pff, das ist natürlich Chaos egal, weil das musst du ja sowieso schaffen. Das ist eigentlich interessant. Wenn ich Feinde besiegen muss, ist es logisch, dass die Chaos egal sind. Die werden nicht in die Wertung mit einberechnet, nur Zeit und erlittener Schaden. Bei der Riesenschlacht ist es aber genau dasselbe. Das ist auch egal, wie viele ich besiege. Hauptsache, ich bin schnell genug und nehme nicht zu viel Schaden. Nur beim Überlebenskampf kommt es dafür auf Zeit und Chaos an. Aber der erlittene Schaden ist egal. Also das möchte ich eigentlich dann noch gerne hinten dran hängen. Zum Abschluss quasi. Und vor allem gäbe es da, glaube ich, sogar noch einen weiteren Modus hier. Unterhalb von Ganons Rache gibt es da noch etwas, was ich aber erst freischalte, wenn ich da alles geschafft habe. Ja? Also nur zum Verständnis, was da noch auf euch zukommt. Und im nächsten Part, wie gesagt, erst mal Herrscher der Schatten. Danke fürs Zusehen, danke für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!